Und ich sage Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Tropico 5. Ja, wir haben die erste Kampagne abgeschlossen, also die erste Insel haben wir gespielt. Jetzt ist hier die zweite in der Kampagne, die uns erwartet, mit der Mission Besondere Beziehungen. Robert hatte das ja schon gesagt, dass das hier, dass ich die beide spielen werde. Das ist natürlich schön. Und mir wurde ja gesagt, dass ich das durchaus irgendwie auf Mittel spielen kann. Dass sogar ich das hinkriege. Dann wollen wir mal sehen. Die Naturkatastrophen lasse ich aber auf selten, weil die nerven mich eher, als dass sie mir Spaß machen. Und wieso denn Spiel speichern? Spielen Sie. Ja, I want to play. Dann mal los. Auf in den Ladebildschirm. Ich bin gespannt, was uns jetzt hier so erwartet. Ist jetzt auch schon wieder ein paar Takte her, dass ich gespielt habe. Jetzt muss ich mich erstmal wieder neu reinfriemeln hier. Aber ich freue mich jetzt total sehr arg, dass ich wieder spielen kann, Runde. Endlich etwas Anerkennung. Ich wollte immer schon zu einer Geheimorganisation gehören, deren Ziel die Weltherrschaft ist. Sie haben mich sogar zum Gouverneur einer neuen Insel gemacht, um zu zeigen, wozu sie fähig sind. Ja, das ist ja prima. Nun wird es Zeit für das Einstandsritual. Meine neuen Brüder wollen, dass ich mich mit dem US-Präsidenten anfreunde. Der Orden will seinen Einfluss in Amerika ausweiten und hat mich ausgewählt, ihm dabei zu helfen. Mich mit den Yankees anzufreunden, liegt mir nicht im Blut. Aber sicher werde ich das im 0, nichts drauf haben. Besondere Beziehungen. Ja, dann gucken wir mal, was haben wir denn jetzt Willkommen hier? Willkommen auf Ihrer neuen Insel, mein Schüler. Ja, schönen guten Tag. Der Orden will, dass Sie die Freundschaft des US-Präsidenten gewinnen. Ja. Ihr Freund Penultimo könnte dabei helfen. Ach, Penultimo. Er weiß, wie man jedem im Nu unter die Haut geht. Der US-Präsident sagte, dass ohne Unabhängigkeit keine Wirtschaft florieren kann. Machen Sie Tropico zur Wirtschaftslokomotive und beweisen Sie ihm das Gegenteil. Dann wird er uns sicher besuchen und wir haben genug Zeit, Ihren Charme spielen zu lassen. Aufgabe: Verdienen Sie mit Exporten 5.000. Belohnung: Der US-Präsident besucht Tropico. Ja, dann gucken wir mal, was haben wir denn jetzt hier? Merkwürdige Baracken und was haben wir hier? Das ist eine Farm. Was ist da so drauf auf der Farm? Mais, okay. Was sind das hier? Ach, das ist das Baubüro. Ja, der Hafen logischerweise und das ist das Transportbüro. Alles klar. Na gut, ach so, da läuft jemand spazieren. Hier sind noch so kleine Nebenmissionen. Die werden wir jetzt erstmal annehmen. Alles klar, ja, dann würde ich sagen, wir brauchen Wohnraum. Na, ein bisschen was ist hier, aber nicht so dolle. Und irgendwas zum Exportieren, also Farmen. Jetzt gucken wir aber mal, was sind Grüße, denn das hier noch? Liebe. Ich habe heute einen guten Handel für Sie. Ja. Als Vertreter der Krone kann ich Ihnen Ihre eigene Handelslizenz anbieten. Ja, vielen Dank. Ich kann Ihnen unser Silberpaket anbieten, das eine Handelslizenz und ein kostenloses Handelsschiff beinhaltet. Allerdings würde ich einem Mann wie Ihnen das Platinpaket empfehlen. Es beinhaltet nicht nur das komplette Silberpaket, sondern hat... Sondern hat nicht nur ein, nicht zwei, sondern drei. Amazing! Spezielle Handelsangebote, mit denen Sie gleich loslegen können. Ja, wir nehmen das Silberpaket hier. Komm, das muss reichen. Und was haben wir hier? Seine Majestät hat einen äußerst raffinierten Plan ersonnen, um unsere Feinde in die Knie zu zwingen. Wir schicken ihnen Nahrungsmittel. Und sind sie erst faul und fett geworden, erobern wir ihre Länder. Ihre erste Aufgabe ist es, mit der Nahrungsproduktion anzufangen. Seine Majestät denkt, Sie sollten mit Farm, Rinder, beginnen. Erfüllen Sie Wünsche seiner Majestät, erwarten Sie eine Mandatsverlängerung und andere Belohnungen. Ja, das nehme ich an. Ich wollte sowieso ja mit Farmen anfangen, ne? Und da fangen wir jetzt auch mit an. So, dann gucken wir mal. Wo war das denn hier noch? So, Rohstoffe, Farm. Ja, guck mal, die können wir doch hier. So, eine. Ah, nee, andersrum. Die Straße ist so rum, ja, okay. Da haben wir eine Rinderfarm und da setzen wir auch gleich noch eine Farm daneben. Mit, keine Ahnung. Milch und Fleisch, Milch oder Wolle. Wolle ist cool.
Kommt hier hin. Zwar nur gelb, aber reicht ja eigentlich. Na so. Und was sagt denn das Geld? Ja, da können wir noch eine Farm bauen. Dann nehmen wir Rind. Was haben wir denn sonst noch hier? Schwein geht dann nicht, schade. Ja, dann nehmen wir noch Ziegen. Dann haben wir alles erwähnt hier. So, einwandfrei. So. Und hier könnte man eigentlich dann noch Wohnraum schaffen, aber... Ja, ach so, die Unabhängigkeit gab es bei 50%, ne? Das heißt, da müssen wir sowieso was tun. Aber erstmal hier für Nahrung, Zeug, Gedöns sorgen hier. So, was wollte ich denn jetzt? Jetzt gucken wir mal. Ach so, siehst du, da könnten wir eigentlich ja auch noch Bananen hier. Oh, ach so, ich würde gerne erst noch... Pass mal auf. So, dann kann man es immer ein bisschen besser sehen, wenn man rausscrollt. Wenn man erst in dem Baummenü ist, dann geht das nicht mehr richtig. Okay, ach, da hinten wären Bananen toll. Ja, okay. Ach, Kakao. Ach, Kakao. Kaffee. Ja, hier, Kaffee. Kaffee ist perfekt. Ach, schade, das nimmt dann hier so viel Platz weg. Dann machen wir das hier hin, oder? Eine Kaffeeplantage hier, komm. Kaffee, Kaffee, Kaffee. So. Alles klar, dann bauen wir hier noch die Straße im Kreis entlang. So, Straße. So. Und so. Ne? Dann haben wir da und dann würde ich sagen, können wir das erstmal fertig bauen lassen. Und wir können ja mal gucken. Ach, die Straße ist... Ich will auch gar keine Straße hier. Ich wollte hier gucken. So, was ist denn hier? Königstreue. Ja, Beliebtheit ist natürlich nicht so toll. Gesamtzufriedenheit. Okay, Sicherheit, bla 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 bla. Gesundheitsversorgung ist halt mal nix, ne? Da müssen wir was machen. Unterhaltung haben wir halt auch nix. Religion haben wir nix. Wir. Ach, wir haben ja nix. Ja, so ist das Leben. So ist das Leben, würde ich sagen. Ja, okay. Religion, was kostete denn die billige Kirche hier? So eine Kneipe war, glaube ich, auch ziemlich günstig. Industrie, Wohnen, Unterhaltung hier. Was ist denn das? Taverne. Siehst du, die kostet fast nichts. Bietet Unterhaltung für Bürger in der Nähe. So. Achso, hier. Zack, zack, zack. Dann biete mal Unterhaltung hier. Entertaine mich! So. So, ne? Ja. Okay. Entertainment. Ja, und das muss ja jetzt erstmal fertig werden. Okay. Ja, siehst du, aber so nach und nach, dann werden die Leute auch ein bisschen zufriedener. Oh, hier ist ja schon das nächste Ausrufezeichen. Technischer Fortschritt ist ein Weg zur Autonomie, Gouverneur. Wir brauchen mehr Wissenschaftler, die über wichtige Dinge nachdenken und Neues entdecken. Ja, die Bibliothek habe ich auch gar nicht vergessen, Evita. Ich wollte nur erst den Grund, die Basis bauen. Die Erforschung neuer Technologien erlaubt uns, unsere Wirtschaft und Gesellschaft zu verbessern und die Ketten unserer Herrscher zu sprengen. Forschungsgebäude benötigen ausgebildete Arbeiter, die sie möglicherweise im Ausland finden und anstellen müssen. Ja, das machen wir. Aber ich wollte, wie gesagt, erstmal hier ein bisschen die Basics in Angriff nehmen. Ne? War mir jetzt dann schon doch irgendwie wichtig. Ja, so. Bibliothek kommt auch noch. Was ist denn das hier? Ach so, das ist das Baumaterial. Okay. Ja. Okay. Ja, was... Jetzt, ich guck mal, warte mal. Luxusunterhaltung brauchen wir nicht. Tourismus, Gemeinwohl und Medien, katholische Mission, 1900. Ja, guck mal, die können wir auch noch machen hier. Die katholische Mission. Dann haben wir nämlich auch was hier für die Religion getan schon. So. Alles klar. Einwandfrei. So, und dann Forschung und Ausbildung, Bibliothek, 4900. Ja, da warten wir noch ein bisschen mit. Okay, jetzt können wir dann hier aber mal die Zeit Seine ein bisschen... Seine königliche Majestät hat mir aufgetragen, Ihnen dieses Anerkennungsschreiben für Ihre Erfolge im Namen des Königreichs zu überreichen. Ja, danke, 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 danke. Seine Majestät ist mit Ihrem Fortschritt zufrieden. Um sich erkenntlich zu zeigen, hat er Ihr Mandat verlängert. Außerdem können Sie das Anerkennungsschreiben gegen eines dieser fabelhaften Belohnungen eintauschen. Ah, ich weiß nicht. Die Mandatsverlängerung lasse ich mal weg. Da kommen ja noch mehr. Da könnte ich notfalls dann später eine nehmen. Ich nehme lieber das Geld. So. Gerade am Anfang, wenn man noch viel bauen muss und noch nicht so viel zum Exportieren hat und so, ist das, glaube ich, ganz cool. So, jetzt können wir nämlich die Bibliothek bauen. Ach, das ist ja aber auch ein Riesenkoloss hier, ne?
Ach, das ist ein Riesending. Ja, Mensch, dann bauen wir die hier hin. So. So, und dann brauchen wir aber noch eine Straße. So, Straße. Und nein, ich will hier keine Kurve. Ich möchte das hier bitte so. Habe ich da jetzt einen zu weit gebaut, oder was? Nee, so passt's doch. So. Ja, einwandfrei. Dann können wir hier nämlich wieder ein bisschen sowas Hübsches dazwischen bauen und überhaupt und so. Na, und ich glaube, dann passt das ganz gut. Das machen wir weg. Und ja, dann schauen wir mal. Okay, Wohnhäuser brauchen wir, glaube ich, noch. Ne? Die werden mit der Wohnsituation, wird auch noch eine Katastrophe sein. Unterhaltung ist in Auftrag. Religion ist in Auftrag. Gesundheitsversorgung, siehst du genau. Gesundheit. Gemeinwohl müsste das sein. Ach, das muss ich das erst erforschen? Ach, kleiner Laden, guck mal. Bietet Nahrung für Bürger, die in der Nähe leben. Ja, das ist ja nett. Zeitung, Klinik. Kirche, Polizeiwache. Ja, wahrscheinlich, ne? Da werde ich das. Das muss ich erst erforschen. Garantiert. Ach, shit. Okay, ja, dann bauen wir jetzt erstmal einen kleinen Laden hier noch hin. Damit die. Wird dasselbe sein wie ein Marktplatz, nehme ich an, ne? Ich weiß das natürlich nicht genau. Aber bei Tropico 4 gab es ja diesen Marktplatz. Guck mal, das machen wir hier. Dann können wir da nämlich noch so Pflänzchen hinbauen oder so. So. Damit die Nahrungsmittel gescheit verteilt werden. Das machte durchaus immer Sinn, den zu holen. Ja. Ja gut, okay, Forschung kommt dann. Jetzt können wir mal gucken, was kosten denn hier Wohnen, das Landhaus. Oh, die sind schon auch, puh. Naja, ne, da müssen sie noch warten. Müssen sie noch in ihren Baracken wohnen bleiben. Huch. So. Es hat getutet, da kommt unser Schiff. Okay, das ist gut. Da wird beladen und entladen. Ja, richtig so. Schön, schön. Wir exportieren doch schon ganz gut, ne? Also das läuft, würde ich sagen. Läuft, läuft, läuft. Ja, 2700, ne? Ist gar nicht so schlecht. Läuft, sag ich ja. Cool. So. Ja, es wird da auch so langsam, aber sicher das Zeug fertig. Siehst du, die Kneipe ist fertig. Jetzt fehlt noch die Kirche und der Laden. Und da hinten die Bibliothek. Jetzt wollte ich mal gucken, gibt's eigentlich hier, pass mal auf, irgendwo gibt's doch hier bestimmt. Oder kann man hier jetzt gar nicht mehr, doch hier da, so kleine Gartenanlage. Was ist denn hier mit hier, guck mal. Ach, ist das nicht hübsch. So, so, guck mal, sowas wollte ich hier doch auch hin haben. Und hier... So, da kann man dann nämlich immer die Lücken ganz gut so füllen, die man sonst mit nichts gescheit bebauen könnte. So. Ja, das ist doch cool. Einwandfrei. Einwandfrei hier. Ja, da passt nichts mehr. Okay. Ja, dann war's das. Sehr schön. Das sieht doch dann auch immer gleich ganz nett aus, ne? Ach, die Krone überweist mir Geld, ne? Das ist ja nett. Guck, das sieht doch dann, das sieht immer so schön aus dann, wenn man da so ein bisschen Grün dazwischen dran hat. Guck mal, und hier sind unsere kleine Ziegenfarm. Ach so, genau, da können wir jetzt noch einen Manager einstellen. Brauchen wir jetzt aber noch nicht. Ja, okay. Ja, aber süß, ne? Ist schon cool, okay. Ein Gewusel, ein Gewusel. So, ah ja, was wollen die denn hier? Phase 1 des Plans seiner Majestät hat begonnen. Ja. Alle Kolonien müssen Nahrungsmittel an unsere Feinde exportieren. Jetzt, da die Lieferung begonnen hat, dauert es nicht mehr lang. Wenn unsere Gegner fett genug sind, erobern wir im Namen seiner Majestät die Welt. Aufgabe, exportieren Sie 3000 Fleisch. Belohnung, Ihr Mandat wird um 6 Monate verlängert. Ja, das nehmen wir an. Und da könnten wir auch rein theoretisch hier noch so eine... Governor, ja? Die Leistungskraft von Tropicos Wirtschaft ist höchst bemerkenswert. Ja. Es sieht fast so aus, als wollten Sie mich persönlich damit herausfordern. Läutet die Glocken, ich komme euch besuchen. Der US-Präsident kommt in 1 Monat, okay. Ja, jetzt wollte ich mal gucken. Fleisch exportieren und... Ich habe gedacht, da könnten wir doch eigentlich noch eine Farm bauen, ne? Hier mit
Rindern. Guck mal, die passt hier leider nicht hin. Schade. Schade, schade. Tja. Haben wir hier denn irgendwie noch? Ach, Schweine passen da aber auch nirgendwo so gescheit hin. Ne? Na, das ist natürlich auch ein bisschen doof. Weil hier ist so, ich würde ja gern... Also ich weiß nicht, wie viel das halt ausmacht, wenn ich das auf so orange setze, ne? Warte mal, ich scroll mal ein bisschen raus. So. Ja, ich kann ja da hinten noch nicht hinbauen. Das ist mir zu weit weg. Ich könnte hier noch eine hinsetzen. Nee, hier geht es eh nicht gescheit. Hier könnte ich noch eine hinbauen. Da ist es immerhin nicht orange, ne? Dann, mache ich das doch einfach hier hin. Egal, ne? Egal, ja komm hier, dahin und dann setzen wir da noch eine Straße ran. So. Ja. Ne. So. Und so, na, zack. Und. Na, da. Ach, das passt jetzt nicht mehr ganz. Ach Mann, komm her. So, dann machen wir es so. Zack. Okay. Und, ach so, ja, siehst du, dann können wir da auch gleich Wohnhäuser noch hinsetzen. Das machen wir hier. Da habe ich gedacht, nämlich, so. So, und ach, guck mal, dann können wir hier doch eigentlich auch Wohnhäuser hinsetzen. Ach nee, das passt wieder nicht gescheit. Dann setzen wir sie hier hin, ist egal. So, da geht's nicht, das ist zu nah dran wahrscheinlich. Ja, dann setzen wir hier noch eins und dann setzen wir da wieder Parks hin, wa? Würde ich sagen. Aber... Liebe geht ja, durch den ja, Magen. Ja. Doch der schnellste Weg, um Freundschaft zu schließen, sind ein paar starke Drinks. Deshalb erscheine ich nie ohne eine Flasche in Ihrem Büro. Der US-Präsident ist für seine Wettfreudigkeit bekannt. Gewinnen Sie ein paar Wetten, trinken Sie dann kräftig darauf und voila, er wird Ihr bester Freund sein, nachdem sein Kater verschwunden ist. Aufgabe, gewinnen Sie 3 Wetten. Belohnung, der US-Präsident wird Ihr Freund. Ja, okay, an die Wetten machen wir uns, aber erst im nächsten Part. Ich danke jetzt wie immer sehr fürs Zuschauen, freue mich, dass ihr dabei gewesen seid, wünsche euch noch einen tollen Sonntag, sag bis zum nächsten Sonntag, wenn es wieder heißt, Tropico 5. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Kommt gut in die neue Woche. Ciao, ciao.